Moin Leute! So, mein Headset erstmal ein bisschen gerade rücken. Mein Name ist Judo Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen heute zu einem neuen Teil, zum letzten Teil von MW2. Ich werde nämlich nicht das ganze Spiel Let's Playen, sondern ich denke einfach, das ist jetzt genug, weil ich mich ja ein bisschen mehr noch auf GTA 5 konzentrieren möchte. Aber ich hoffe, die Teile haben euch gefallen und jetzt noch viel Spaß beim letzten Teil. Live kommentieren natürlich. Und jetzt gucken wir mal, was so passiert. Atomzeichen haben wir hier auch. Oh, scheiße. Bleib mal stehen. What the fuck? Ich baller den doch die ganze Zeit ab. Oh, je. Yeah. So, jetzt kommt mit Abstand die geilste Sache. Das hier ist, glaube ich, eine Atombombe, so wie es aussieht. Sicher bin ich mir nicht. Aber ich glaube schon. Das sieht aus wie so eine Atombombe. Jo, der Tüftel hier mal ein bisschen rum, mach mal. Jetzt gehe ich mal nach hinten hier. So. Was ist das? Cola! Oh Gott. Und das hier ist, glaube ich, so ein Single Malt Whisky, oder? Was steht da? Scotty. Ein Scotty haben wir hier. So. Lage sieht noch gut aus. Jetzt drücken wir und jetzt nehmen wir das ASC-Dingsbums da. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Sprengstoff. Ist irgendwie so ein Sprengstoffauslöser. Oh, Kacke. So, was muss ich jetzt machen? 5 Sekunden habe ich Zeit. Okay, da warten wir noch ein bisschen. Moin, moin! Nein! Oh, ich hätte mich natürlich nicht bewegen sollen. Ich blöd, man bewegt mich natürlich wieder. So, machen wir das nochmal. Jo, wir sind aufgeflogen. Jetzt müssen wir natürlich das Feuer einstellen. Wir bleiben stehen. Und da hinten haben wir ja auch Sprengstoff platziert. Habt ihr ja gesehen. In Teil 3, glaube ich, war's. Und jetzt müssen wir jetzt das zünden. 5 Sekunden geben die uns Zeit. Ja, bis dann. Ciao. Ist erstmal ein bisschen überrascht von der Explosion. Das ist natürlich normal. Aber die Atombombe, die lasse ich jetzt nicht einfach so. Hier. So. Atombombe, ja. So. Mal gucken hier. Jetzt müssen wir uns erstmal hier einen Weg freikämpfen. Oh, scheiße. Ist das ein Panzer da hinten? Da habe ich ja sowieso keine Chance gegen so einen Panzer. Naja. Schalldämpfer raus hier. So. Da muss ich noch wirklich noch ein paar Worte zu MW2 schleifen lassen. Es ist ja wirklich ein ganz tolles Spiel, muss ich sagen. Waffen sind geil. Realismus ist geil. Missionen sind geil. Multiplayer ist geil. Alles geil. Es ist wirklich das beste Call of Duty, was es bisher gegeben hat, muss man wirklich mal so sagen hier. Und jetzt soll ich mich hier. Jetzt soll ich hier hocken bleiben oder was? Ist doch nicht deren Ernst, oder? Oh je. Zack. Ah, jetzt verstehe ich's. Ich glaube, wir müssen jetzt hier gleich mal meinem Jetski abhauen. Ah, scheiße, jetzt muss er mich natürlich wieder treffen, Alter. Wie dumm muss man sein? Ja, eigentlich bin ich nicht so ein aufbrausender Mensch, wenn ich mal ehrlich bin. Aber das regt mich jetzt hier schon ein bisschen auf. Das Ganze. Naja, versuchen wir es einfach nochmal. Gehen wir zum Kontrollpunkt hier. Zack. Ja, ja, ja. Weil wir laufen jetzt einfach mal. Uns interessiert es jetzt einfach mal nicht. Ah, scheiße. Es muss ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Ich will das überleben. So. Ich habe das ja schon mal gespielt. Ich glaube, wir müssen jetzt ja auch gleich hier runter. Und da unten kommen jetzt gleich Jetskis. Ja, richtig. Los geht's. Weil jetzt kommt was Gutes. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt müssen wir nämlich da den Berg runterfahren. Mit dem Jetski. Und da sind ja ganz viele Bäume und so. Das kann was werden.
Boah, jetzt sterbt endlich mal hier. So, nehmen wir noch die Waffe mit hier. Oh, die sieht gut aus. Yeah. Geiles Teil. Geiles Teil. Folgen, ja. Boah, kann ich das Jetski nehmen? Oh, scheiße, Mann. Boah, Alter, ich soll mich mal in Ruhe lassen hier langsam, echt? Ja, ich will hier auch weg. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ah, wunderbar. Jetzt versuche ich es einfach mal hier. Gleich beim ersten Mal, ohne einen Baum zu treffen. Könnte schwierig werden. Die Mission ist ja sowieso endgeil hier. Oh, guck mal hier, Jetski. Geschwindigkeit, Speed. Jetzt bräuchte ich natürlich nur noch ein bisschen Mucke. Und ganz ehrlich, die beste Musik zum Autofahren, zum Motorradfahren oder zum, keine Ahnung, zum Jetski-Fahren, ist dieser MC Fitti. MC Fitti, geiler Musiker. Der macht hier diese Rap-Musik. Das ist der Typ mit dem langen Bart, so, der aus Berlin kommt. Geil. Richtig geiler Typ. So, das haben wir es gleich geschafft. Noch 100, nee, noch 1 Kilometer. Boah, Alter, das ist ja echt. Jetzt muss ich mal, glaube ich, mal eine Knarre einsetzen hier. Jetzt fahren wir nämlich den Berg hoch. Jetzt kommt natürlich das Schwierigste, der Abhang. Und der, das wollte man wirklich nicht unterschätzen, weil der ist ja wirklich total heftig. Was habe ich mal gehört? Man sollte sich in der Mitte halten. Die Mitte ist am besten. Gucken wir mal, ob das stimmt. Ah, scheiße, warum muss dieser blöde Baum da plötzlich stehen? Also echt. Kacke, Mann, jetzt habe ich so viel. Ja, egal. Das passiert mir nicht nochmal. Boah, man sieht ja auch nicht richtig. Ah, jetzt. Jetzt haben wir es geschafft. Egal, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Das war mein Teil von MW2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer YouTube-Gamescom auf der PlayStation 3. Naja, versuchen wir es noch einmal. Wollen das ja auch zu Ende bringen. Yes, wir haben es geschafft. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer YouTube-Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao!